Ja, ein herzliches Hallihallo zurück hier bei einem weiteren Teil in Ostriff. Wir sehen hier, das nächste Haus wird schon wieder fertiggestellt. Aber als erstes gehe ich wieder mal darauf ein, was in den Kommentaren geschrieben wurde. Ich kann anscheinend hier bei den Higher Options... Ach, guck. Wir machen da mal Enable Season Hiring, weil das anscheinend nicht so viel Sinn macht hier. Sage ich jetzt mal, ihr kriegt 150% mehr, wenn ihr da in der Saison arbeitet, wenn ich euch gerade brauche. Und ihr kriegt hier natürlich auch 150% mehr. So, wir haben hier 4 Fische. Der ist am Arbeiten. Wir haben hier auch wieder schön Leder, das produziert wird. Das ist auch sehr gut. Wie viele Bricks? Wir haben 12.000 Bricks. Zusätzlich machen wir jetzt hier auf dem Hügel, dass die hier ein bisschen näher dran sind. Ich denke mal sogar hier. Lassen wir unsere Leute jetzt ein paar Rowhouses herstellen. Wie viele brauchen wir dafür? 10.000 Bricks. 7.000. Also hier könnte ich 2 von machen. Hier eines. Zweistöckig oder dreistöckig? Komm, wir machen hier mal ein zweistöckiges hin. Ist dann die Frage, ob sie hier noch einen Markt brauchen in der Nähe, ne? Oh lol, das kann ich hier sogar hinbauen. Wir könnten es natürlich auch hier unten am Wasser hinbauen. Dann hätten sie hier sogar noch ein bisschen, Aussicht nicht, aber... Komm, wir machen es da oben. Dann können wir das sogar hier oben dann mal erweitern. Ich bin mir sowieso dann am Überlegen, ob ich hier zum Beispiel den Holzfäller auflöse, den hier weiter nach da schicke. Also ein neues Holzfällerlager dann hier baue, das hier auflöse. Und dann das Ganze hier auch ein bisschen weiter nach außen verschiebe. Somit hätte ich dann hier wieder Platz, um mehr Gebäude zu bauen. So, jetzt wollen sie als erstes mal das hier bauen. Mal schnell gucken, wie viele Kater wir haben. Wir haben 3, das ist gut. Ja, und dann gehen wir wieder auf 12-fach. Geht das ein bisschen schneller hier. Hier ist gut. Ja, die sind schön am Eisen produzieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Nägel wir haben. Ich glaube, die lagern wir irgendwo hier ein. Ah, 168, das ist doch mal schön. Metal Parts haben wir auch. Unser Schreiner hat gerade nicht sehr viel zu tun. Jetzt muss ich mir noch schnell schauen, wie es beim Glas aussieht. Ah, wir haben 510 Fenster. Das ist doch gut. Allenfalls können wir dann sogar ein zweites dann noch bauen. Das macht gerade nicht viel Sinn. Wenn, dann mache ich da eine Ecke rein, ne? Ne, wir machen es so. Weil, wie gesagt, vielleicht können wir ja da, so. Wir machen das so. Ziehen das dann auch gleich vor. Dann sollte das Einzige, was uns dann noch fehlt, wären die Bricks. Aber das ist ja direkt hier nebendran. Die haben nicht so einen weiten Weg. Das ist schon mal positiv. Brauchen noch 9000. Jetzt können wir da allenfalls mal noch schnell ein paar anstellen. Und was ich auch gelernt habe, wir nennen das nicht Carcoal. Wir nennen das Charcoal. ja, macht mehr Sinn, ne? Unsere Holzfäller, die müssen da schon mal ein bisschen Gas geben. Wir haben zwar noch Material, aber keine Stämme mehr. Wie sieht es da unten aus mit dem Holz? Ja, hier haben sie zu viel.
nicht Feuerboot, ich will Holzstämme eigentlich. Naja. Egal, wie gesagt, vielleicht werden wir das. Ach, mal zuerst gucken, wie viele Holzfälle wir hier haben. Können wir einen entlassen, das reicht. Das wird auch direkt wieder verarbeitet. Genial. Das ist top. Hier, wie gesagt, hier sind wir jetzt auch im Batchen. Steine brennen, dass wir wieder 1000 haben. Dann sollen sie zuerst mal das Haus hier aufbauen. Jetzt sind sie erstmal das Material am herbringen. Das ist doch schon mal sehr gut. Viel brauchst du nämlich nicht mehr. Und dann können die schon anfangen zu bauen. Ich glaube, das kommt gar nicht so schlecht hier. Weil ich kann mir nämlich vorstellen, dass wenn wir das hier wegmachen, dass wir da so durch eine kleine Stadterweiterung dann machen. Klar, wie gesagt, das hier ist eigentlich viel zu weit weg. Da hast du recht, Dirk. Ja, das bringt eigentlich gar nichts. Sind zwar jetzt vier Familien drin, aber das bringt dann halt schon mehr. Wir können da bei den Kühen mal wieder mal schauen, ob wir wieder Bullen haben. Jawohl. Die drei schützen wir gleich wieder. Da können wir wieder Ochsen machen. Wir haben 20 von 20. Schlachten wir mal wieder die vier Ältesten bei den Schweinen. Ja, war ja klar. Hätte ich gesagt, schlachten wir auch mal ein bisschen Männchen wieder. Wie sieht es bei den Schafen aus? 26. Haben wir ein junges Männchen erhalten? Ne. Okay, dann müssen wir halt ein paar Schafe. Hier den alten Bock können wir auch gleich. Ein paar Schafe und dann hoffen, dass es ein paar junge Schäfchen dann gibt wieder, ne? Ah, sehr schön. Guckt euch das an. Geil. Das ist so schön. Ich finde das genial an dem Aufbauspiel. Du siehst Step by Step, wie sie wieder was machen. Aber ich finde das so schön. Ich finde das so genial an dem Spiel, wirklich. Wir sehen jetzt auch, sie haben alle Rohstoffe, die sie brauchen. Das heißt, sie können jetzt Vollgas geben hier mit dem Hochziehen vom Gebäude. Ja, ich glaube zwar, ich werde hier jetzt mal so, jetzt sollen sie das Haus hier bauen. Da haben wir nämlich dann auch wieder hoffentlich genügend Ziegelsteine. Sogar mit dem Gerüst außenrum. Ja, das sieht top aus, Leute. Das sieht wirklich top aus. Muss ich sagen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ja, die Taverne, die ist jetzt einfach hier, weil sie hier ist. Doof gesagt. 2900, das sieht auch gut aus. Ja, das ist mir klar. Soil ist exhausted, das heißt, der Boden ist eigentlich erschöpft für diese Fruchtart, sage ich mal. Man nennt sie auch Fruchtfolge hier, wenn wir verschiedene Sachen anpflanzen. Die haben, glaube ich, auch genug zu fressen drin. Wasser sollten sie ja haben, ne? Ist voll, ja. Da mal 110, dass sie da wirklich mal ein bisschen füllen. Das Heu. Hier haben wir auch schön Sachen eingelagert. Sehr gut. Das kommt auch gut. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön, Leute. Boah, guck mal. Wir sind schon im dritten Stock oben. Eins, zwei, drei. Nee, wir sind sogar schon im vierten Stock im Dachgeschoss.
finde das so genial. Ich finde das so genial, Leute. Das sieht einfach Wahnsinn aus. Ich löse das mal aus. Dann sieht es noch mal ein bisschen besser aus. So, jetzt das Dach drauf. Unser erstes dreistöckiges Haus ist fertig, Leute. Sieht es nicht wunderbar aus? Geil. Richtig geil. Wie viele Familien? 6 Familien. Oh, eine ist schon eingezogen. Ah, das sind auch wieder Kinder von hier. Sehr schön. Eine Familie ist eingezogen. Sehr schön, sehr schön. Weil Mutter Dirk auch recht hat, ich brauche unbedingt mehr... Hier gehen wir auch ein bisschen finanzielle Hilfe, dann kannst du da ein bisschen mehr Lebensmittel kaufen. Wasser, ja, ihr habt überall Brunnen, Leute. Lauft einfach zu einem Brunnen, bitte. Ich brauche unbedingt mehr Leute, dass wir die Farm und alles betreiben können. Es ist Broken Hand. Nein, warum hast du dir die Hand gebrochen? Warum tust du sowas? Das tut doch weh. So, bald kommt der Winter. Ich lasse immer hier in der Smeltery, lasse ich die zwei immer drin. Es gibt für mich keinen Grund, die rauszunehmen. Klar, wenn ich Personalnot habe, schon. Aber für mich ist das ziemlich wichtig, dass die hier sind. Ich die nämlich nicht anstelle. Ja, ist das doof. Aber ich kann natürlich... Aha. Ich kann natürlich sagen, wer hier arbeitet, kriegt 120% mehr Lohn. Boom. Bin ich ein Genie. So, jetzt haben wir die zwei Ochsen hier. Haben wir eigentlich jetzt Arbeitslose? Ja, ein Mann und eine Frau. Okay. Also so. Wie viele Bricks haben wir jetzt? 5, 3, okay. Das kommt auch gut. Das kommt auch gut. So, der Winter ist da. Der Winter ist eingebrochen. Na ne, ich wollte gar nicht. Ich wollte hier die Granary anschauen. Ach guck, hier habe ich doch gar niemanden eingestellt. Hier soll eine Frau rein. Gott, das ist auch gut. Hier ist auch gut. Die Ashery soll schön produzieren, damit wir Asche kriegen. Na, die brauchen hier Bark. Das kriegen wir hier, also die Rinde. Das ist auch sehr gut. Wie gesagt, Distillerie bauen wir gerade noch nicht. Aber was wir irgendwo noch bauen könnten nochmal, ist eine weitere Granary. Wo wir weitere Lebensmittel einlagern können. Da schauen wir uns da gleich mal um. Na, die können wir hier bauen. Ziehen wir auch ein bisschen vor. So, dann sollen sie die Brunnen hier bauen und dann die Häuser. Und ich frage mich eben, ich glaube, ich lasse die zuerst mal das alles bauen und dann schauen wir mal, dass wir das hier ein bisschen stoppen. Weil das ist ja dann wirklich Zukunftsgedanken, dass wir hier eine weitere Stadt aufbauen. Sollen jetzt erstmal hier alles machen. Und dann sollen sie hier nicht, die Holzfäller sollen hier nicht weiter anpflanzen. Dann mache ich das nämlich dann sozusagen kaputt hier. Aber mache dann hier drüben irgendwo ein weiteres Holzfällerlager. Hier oder hier hinten. Ja, ich glaube, das macht Sinn.
haben jetzt zwei Granaries. Wie sieht es beim Schlachter aus? Pork. Ja, ich glaube, Kater können wir auch noch zwei einstellen. So, dann haben die auch wieder einen Sinn. Zwei sind am Schuhe produzieren. Weber. Sattlerei, ja. Wir machen Sattel, aber müssen wir dann schauen, wie wir die berauben können. Henry können wir allenfalls auch noch zwei einstellen. So, dann wird da hier auch ein bisschen alles schneller gemacht. Hier und hier auch gleich zwei, dass die wirklich Vollgas geben können, dass die Festangestellte haben. Und da ist auch alles leer. So, die sollen jetzt mal wieder richtig ackern. Weil wir werden ja jetzt hoffentlich dann ziemlichen Zuwachs kriegen. Was fehlt euch denn? Leim. Ja, die sind am Produzieren. Okay. Ansonsten müssen wir dann irgendwo Leim ein bisschen einkaufen, ne? Das haben wir ja auch gesagt, dass bei mir das irgendwann erschöpft ist. Kann man nicht gleich mal gucken, wo wir das finden? Wie viel Leim brauchen wir denn noch? 770 und 1600 Bricks. Okay, Bricks, die sind in der Herstellung, das ist schon mal gut. Hier haben wir ja noch eine Granary, da können wir noch eine zweite Frau anstellen. Die sollen da nur gut einlagern, das Zeug. Das ist interessant. Wir haben immer ein bisschen. Jetzt im Moment haben wir ungefähr 13 offene Stellen und je eine Person, die nichts hat. Sehr schön. Wir haben hier 10.000. Iron habe ich einfach hier ins Lager genommen, dass die Schmiede nicht so weit laufen muss für das Eisen. Leim, guck. Wir könnten ja mal 3000 nehmen. Ja, machen wir doch. Kann ich das Leim hier einlagern? So, dann können wir das Leim nämlich gleich hier einlagern. Ich weiß nicht, ob ich das hier reinpacken muss, dass es hier auch Bestandteil ist, aber ich glaube nicht. Dann können wir gleich noch gucken, ob wir was verkaufen können. Charcoal, jawohl. Kannst du kaufen? Kriege ich wieder ein bisschen Geld? Was habe ich sonst noch offen? Metal Parts. Braucht ihr noch Metal Parts? Ne, ihr nicht. Mirefa, brauchst du Metal Parts? Jawohl. Da habe ich 200 für dich. Was haben wir noch? Flex. Ah, da geht der getrocknete Fisch alles hin. Okay. Die getrockneten Fisch. Machen wir 1000. So.
Dann haben wir auch ein bisschen Handel wieder mit denen. Wie sieht das jetzt aus? Okay, die suchen noch keine Leute. Das Feld wurde gepflügt, hier auch. Boah, guckt euch das an. Jetzt haben sie so viele, wie sie benötigen. Um alles anzusehen. Ja, das ist geil. Auslöschen, rauslöschen. Ja, und die auch. Sobald die oben fertig sind, kommen die gleich alle runter. Das ist genial. Boah, Dirk, ich danke dir. So, hier haben sie auch alles. Gleich haben wir unser zweites dreistöckiges Gebäude. Okay, ist das dann mit einem Bogen, mit einem Durchgang? Nee. Weil das finde ich hier noch so cool. Mit dem Arch. Hat's hier irgendwo? Arcade. Ah, ich muss natürlich gucken. Zweistöckig. Plus ein Store, also ein Laden, der noch drin ist. Ah, das da mit Arch. Ja, genau. Das werden wir dann bestimmt auch bauen. Und bestimmt noch einen mit einem Store drin. Ja, perfekt. Guckt euch das an. 6 Familien drin. Jetzt müssen wir gleich hier mal schauen. Zack. Wow, das ist Hammer. Dann hätte ich nämlich gesagt, also vielleicht übertreibe ich jetzt auch schon wieder immens, aber ja, ich kenne mich ja. Bauen vor Studieren. Dann machen wir hier nämlich noch eins mit Store rein. Boah, das sieht dann bestimmt geil aus. So ein bisschen langsamer drehen wäre schon nicht schlecht, ne? Archer Control? Ah, Marco, wenn du einfach mal lesen würdest, dann wäre dem teilweise schon viel geholfen. So. Dann machen wir das irgendwo hier hin. Dann soll sie zuerst die Häuser hier wieder fertig bauen. Oh, geil, Leute. Ich freue mich. Ich freue mich. Guckt euch das an. Ey, toll. Schon wieder 3 Familien drin. Die ist neu eingezogen. Die ist auch neu. Hat 3 Kinder mitgebracht. Und die ist auch neu. Machen wir wohl hier irgendwo dann noch eine Schule. Weil sonst müssen die immer hier runterlaufen. Ah, Friedhof haben wir noch gesagt, Leute. Friedhof. Weil wir werden immer mehr Leute haben und wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Plätze hier frei. Wo könnten wir an einen zweiten Friedhof bauen? Vielleicht hier. Ja, kommt halt drauf an, je nachdem wie wir hier expandieren wollen. Ne? Weil ihr guckt mal, das Gebiet ist noch riesig, was wir hier alles bebauen könnten. Ich glaube, ich mache zuerst mal noch einen Holzfäller. Der soll da mal ein bisschen roden. Das so. Dann sollen sie den nämlich gleich bauen, wenn das Ding fertig ist. Dann stelle ich nämlich hier noch 2 Leute ein. Die sollen hier da die kleinen Bäumchen da wegmachen. Das sind ja noch 90 Bäume. Oder jetzt kann ich eigentlich schnell mal gucken, dass da wirklich viele arbeiten drin. Also 4 Frauen, 4 Frauen. Da noch eine rein.
Wo können denn hier können auch noch Frauen arbeiten? Aber Männer will ich lieber nicht. Sollen wirklich mehr nur Frauen da drin arbeiten? Oh, überall ist überall. Oh, überall ist perfekt angesiedelt, Leute. Das ist so der Hammer. Das ist so der Hammer. Oh, toll. Gut habt ihr das gemacht. Sieht doof aus. Da wird nicht viel Ertrag runterkommen. Ah, Mist. Sollte ich sie vielleicht doch einfach mal eine Runde kahl lassen? Und dann Buckwheat. Ne, bringt auch nichts, ne? Er gepflügt wurde ja, also eigentlich, na, weiß nicht. Ja, die haben alle voll. Nee. Immer dann hat es nichts damit zu tun. Ja, ich unterstütze jetzt die Familie noch ein bisschen hier, dass sie hier auch Geld kriegen. Komm, wir machen das so fertig. Das wird schon klappen. Allenfalls, wenn ich jetzt da gucke bei den Kühen. Einen Bullen. Na, zwei, drei. Vier Bullen haben wir jetzt. Die sind bestimmt noch nicht zeugungsfähig hier. Deswegen lassen wir den noch ein bisschen da. Wir machen da jetzt mal ein bisschen. Kahlschlag auch wieder. Boah, auch bei den Schweinen, Alter. Die vermehren sich ja. Ja, Schafe können wir noch. Ja, die haben zwar viel Wolle. Die haben zwar viel Wolle. Guck, endlich ein neuer Bock. Vielleicht dabei den Zweijährigen, Einjährigen noch ein. Und hier eines von den Dreijährigen. So. Ja, haben wir auch schon wieder alle voll. Ey, das ist so richtig toll. Wir haben noch 23 offene Stellen. Und auch hier, wenn hier mal gerodet ist, dann können wir hier riesig was aufbauen, Leute. Aber hier habe ich keinen Stress irgendwie. Ich will lieber, dass sie hier so richtig Vollgas geben. Ah, hier, guck. Ist fertig. Und dann, ihr könnt Mark Trees. So. Ihr werdet mir hier mal schön alles wegroden. Damit ich dann schön weiter expandieren kann. Das sind eure Bäume. Das sieht doch gut aus. So. Was hast du? Nee, sag nicht zu wenig zu essen. Nee, Wasser war, ne? Ja, ihr habt ja hier noch Heu. Überall Heu. Ah, ihr braucht ja Wheat. Die werden schon überleben. Hier, hier und hier gibt es überall Weed und hier dann auch. Sehr gut, da habe ich jetzt gut gemacht, Marco. Viermal die gleichen Worte. Sonnenblumen, gut, das gibt wieder Sonnenblumenöl. Buckwheat. Weed. Okay, da müssen wir ein bisschen besser schauen, dass das besser aufgeht.
Friedhof widmen. Wir machen jetzt erstmal, zwar, das reicht ja noch. Reicht zwar noch. Oh, ist schon wieder eine halbe Stunde durch, Leute. Oh, wir haben schon wieder so viel gemacht. Ah, das sieht doch toll aus. Ah, Dirk, vielen lieben Dank für die Info oder für den Reminder, dass es vielleicht Sinn machen würde. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Jetzt muss ich einfach nur gucken, dass ich bei den Farmen die richtige Nahrungsquelle einstelle, also dass sie wirklich das Richtige ansehen und ernten. Und den Rest können wir dann so machen. Gut, ich hätte gesagt, wir lassen das jetzt wieder mal so. Es werden wieder schön Bricks hergestellt. Können wir hier dann das nächste Haus bauen. Ah, ich freue mich, Leute. Und dann hätte ich gesagt, vielen lieben Dank, wart ihr wieder da. Ich hätte gesagt, wir sehen uns. Oh, jetzt ist das Futter leer. Guck, jetzt stirbt ein Schwein nach dem anderen. Ich lasse das mal aus, dass die nicht geschlachtet werden. Aber die sind schon am Ernten. Sehr schön. Erntet schneller. Kommt gut, Leute. Und was habt ihr denn? Livestock, ja, so viel wie ihr frisst, ja genau. Wir könnten natürlich noch schnell Hühnchen einlagern. Komm, wir lagern noch Hühnchen ein. Chicken Meat. Und dann können wir nämlich hier irgendwo noch Chicken Meat anbieten. Ich schweife schon wieder so ab. Mann, Mann, Mann. Chicken Meat, so. Und dann können wir hier nämlich noch sagen... Chicken Meat. Vielleicht 500. So. Wunderbar, Leute. Ja, wie gesagt... Ich hätte gesagt, wir sehen uns das nächste Mal. Schön wart ihr wieder da. Vielen lieben Dank. Und bis bald. Euer Marco. Tschüssikowski.